Ja, was soll ich machen? Wir müssen hin. Hoffentlich kriege ich nicht wieder X-Level. Ey, Level 4 Gegner. Ich bin alleine. Wollt ihr mich verarschen? Das geht nicht. Hey, da bin ich ja gleich down. Ich kann nicht hier gegen drei Level 4 Gegner. Ey, das geht überhaupt nicht klar. Ich habe zwar Waffen, aber jetzt nicht so viel. Nee, 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 nee. Wisst ihr was? Ich verschieb das. Kann ich mir nicht einen Job geben lassen? Job kann nur im Camp ausgeführt werden, ja. Ja, ich weiß nicht. Soll ich da reingehen? Level 4, das ist doch Hardcore. Da gehe ich drauf, wenn ich Pech hab. Ja, genug Muni habe ich wenigstens. Boah, das ist jetzt aber miese. Ja, was soll's? Muss es ja machen, ne? Gut schießen kann ich immerhin. Ja, geh mal rein. Aber das werde ich nie. Warte, das kriege ich doch nie im Leben hin, ne? Scheiße, das kriege ich doch nie im Leben hin, ne? Ja, der 40 Damage gleich zu Beginn. Wollt ihr mich verarschen? Beinschuss. Mit wem fangen wir an? Ja, mit dem Dunkelwolf am besten. 81 Damage, na immerhin, ne? Boah, aber gut schießen kann er. Aber ich krieg schon Damage wie die Sau. Ich kann mir auch selber nicht heilen, ne? Boah, oh, das wird mies. Noch ein Bein, schauen wir mal Beinschuss, was ist das genau? 100%. Ja, machen wir einen normalen Schuss. Vielleicht ist der eine Wolf dann weg. Jawohl, okay, der Wolf ist weg, Gott sei Dank. Immerhin, die Pistole macht guten Damage. Also, das läuft so. Jetzt machen wir einen Beinschutz bei ihr. Ja, ich hoffe, ich überlebe das, wenn ich mal anschaue, wie viel Damage ich hier kriege. Boah, das ist mies, hä? Mach mal einen Eliminator mal bei ihm. Versuch mal's. Jawohl, der ist weg. Okay, der liegt. Na, Gott sei Dank, ey. Irgendwie muss man da ja durchkommen. So, dann nochmal einen Dings bei ihm. Bei ihr meine ich. Spuckt die wieder rum hier, das Ferkel. Der Wolf steht wieder auf. Dann gibt man auch gleich wieder eine, der Sauhund. Eliminator nochmal. Er liegt wieder. Ja, anfeuern, das ist mir egal. Die kriegt jetzt eine mit der Pistole und der Ruhe ist. Da geht zwar viel Muni drauf, aber besser als wie die geht drauf hier. Ey, nachts allein, was ist denn das für eine doofe Quest hier? Das ist ein bisschen mies, ehrlich gesagt. So, Eliminator bei ihm. Hat funktioniert, sehr schön. Jetzt kann ich ihn nämlich da schön normal bearbeiten. Steht er wieder auf, der Arsch. Was, wenn er aufsteht, greift er gleich an. Das ist doch mies, Eliminator. Hat nicht funktioniert, scheiße. Ja, ich nehme hier Damage wie die Sau, aber jetzt ist er ja weg. Das war ein Fight, aber da muss ich durch. Zwei Kleidungsstücke immerhin, da muss ich durch. Oh, du entdeckst einen Hund, der vor Schmerzen jaulend versucht, sich aus einer Falle zu ziehen. Oh, dann befreien wir den Armen nochmal. Was jedoch medizinische Kenntnisse voraussetzt. Ja, habe ich jetzt nicht so viele, aber ich probier's mal. Holt seine medizinische Ausrüstung und versucht den Hund zu befreien. Habe ich es geschafft? Jawohl, ich hab's geschafft. Aufgeregt bellt er, scheinbar möchte er euch etwas zeigen. Ja, vielleicht führt er mich wohin. Du findest eine Futterstelle mit einer Quelle frischen Wasser und kannst deine Rationen auffüllen. Oh, geil! Er hat sich orientiert, dem Hündchen zu helfen. So, die sind wenigstens Level 3. Das macht's jetzt zwar nicht besser, aber immerhin. Haben wir nur irgendwas zum Heilen? Das ist ja dreckig hier, hey. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist eh mit der Pistole hier ein bisschen arbeiten, weil wir kriegen sonst. Ich muss den Sheriff finden, der kann irgendwo sein. Ich bin hier alleine gegen so viele Gegner, das ist mies. Also, das ist echt mies. Leute, das ist mies. Das ist echt dreckig. Was soll man hier nur machen? So, erste Hilfe. Das geht wieder nicht. Kampfbereitschaft. Erhöht die psychische Resistenz an sich selbst um 50%. Okay, das kann ich machen, dass ich ein bisschen mehr aushalte. Ein bisschen die Def hoch. So, das ist jetzt zwar scheiße, aber ich muss eh mit der Pistole arbeiten, anders geht es nicht. So, ein Schuss. Machen wir mal das beim ersten Wölfchen oder beim Mittlern. So, der hat weniger Leben. Vampirbiss. Oh, der heilt sich auch noch, oder was? Ey, ihr wollt mich doch wirklich verarschen hier. Der heult sich einen runter hier. So, der müsste jetzt tot sein. Jawohl, einer weniger.
Oh, Gott sei Dank geblockt. Ja, ich habe eine gute Def. Aber ich habe kein Leben mehr. Also entweder finden wir jetzt in dieser, also in der kommenden Runde diesen Sheriff, oder ich muss zurück ins Camp. Das geht nicht, weil ich habe kein Leben mehr. Ich kann den Auftrag nicht machen einfach mit dem Sheriff. Weil sonst stirbst du. So. Dann stehen alle nacheinander wieder auf. Das ist natürlich super. So, hau dir mal eine rein. Oh, 30 Damage. Nee, da kannst du nur schießen. Ich gehe hier nur drauf. Ja, ich muss die Muni nehmen. Das geht nicht anders. Ansonsten sind wir hier tot. Muni ist halt sehr wertvoll. Also entweder finde ich nach dieser Runde den Sheriff oder ich muss ins Camp zurück, weil das schaffe ich hier nicht. Das geht nicht. Die sind zu stark, die Feinde. Einer gegen drei immer. Also das ist wirklich eine dumme Quest. Das ist schwierig zu schaffen über mehrere Runden. Da bräuchte ich so viel Heilzeug. Und das Problem ist, habe ich nicht einfach. Ne? 81, wieso steht denn der noch? Wie viel hat denn der? Blö. Warte mal, ich habe so wenig. Ja, ich gehe gleich drauf hier, ey. Ich muss den umschießen, ansonsten sterbe ich noch. Ey, das ist ja miese. 4 Materialien. So, wir haben zumindest ein Auto gefunden. Ja, ich kann das nicht mehr machen. Aus. Scheiß auf den Auftrag. Das ist mal zu blöde, weil sonst sterbe ich nur. Und wenn ich sterbe, ist das Game aus. Also da habe ich nichts davon. Der Auftrag ist nicht ausführbar. Ist einfach zu schwierig. Ja, ein bisschen was gefunden, aber jetzt nicht so viel. So. Ich würde sagen, ja, schauen wir mal, was habe ich für Aufträge heute. Suche den Sheriff und lässt auf den Nachts allein auf. Ne, das mache ich nicht, das ist dämlich. Das habe ich schon probiert, da gehst du nur drauf. Wir brauchen alte Waffenteile. So, und jetzt muss man natürlich schauen, wo die sind. Aber ich muss mir auch heilen, darum würde ich sagen, wir geben allen mal einen Job, Büchsenmacher. Da kann ich eh nichts machen. Können wir vielleicht irgendeinen Muni? Hier kann man auch nicht. Arzt können wir auch nicht. Ich habe einfach nichts, was ich hier irgendwie nur craften kann. Das ist blöd. Ich kann aber meine Muni auffüllen. Ich habe nämlich nur mit 3 Schuss von einem normalen Ding. Dann nehmen wir lieber die Messing hier. Die machen zwar weniger Damage, aber dafür habe ich mehr Muni. So. Wen lassen wir im Camp? Jetzt muss ich schauen. Lassen wir den Jamal im Camp. Und mal schauen, was der kann. Der kann Wache spielen. Das ist ganz wichtig, dass das Camp bewacht ist. So, du kommst mit in die Party und du kommst mit in die Party. Und wir schauen jetzt einmal, dass wir irgendwas farmen können. Ich brauche ein bisschen Heilzeug und sowas. Wo kriege ich das? Nahrung, Materialien, Patronenhülsen. Fallen deine Patronen und Kleidungsstücke. Munition, Sanitätsmunition. Also das Camp können wir machen. Patronenhülsen, Kleidungsteile, Waffenteile. Medizinische Komponenten, Sanitäter, Munition. Ja, entweder das tagsüber. Da finde ich auch die alten Waffenteile. Machen wir das da. Ich brauche nämlich alte Waffenteile. Und ein Level Up hatte Lydia. Ich frage mich nur für was, aber mir soll es recht sein. 14 kriegt die jetzt schon. Habe ich da was übersehen? So, was können wir hier machen? Dass sie mit die Leute betäuben kann, das machen wir auf jeden Fall, beziehungsweise auch im Kampf hier. Und hier natürlich sowieso. So, Job hat sie alle, das passt. Jo, läuft. Das haben wir mit Lydia, wir können fighten. Hier sind wieder angenehmere Gegner, jetzt geht es. Das war ja dreckig vorher, Leute, das war echt mies. So müsste man klarkommen. So, ich habe wenig Leben, das heißt, ich muss mich auf jeden Fall schützen. Ich kann aber die anderen heilen. Dann würde ich sagen, mache ich durchbrechen auf sie. Also die können jeden angreifen, nur nicht mich, denn ich habe am wenigsten Leben und ich kann, also ich halte fast nichts mehr aus. Das ist blöd gerade, ne?
So, die ist weg, läuft. Nicht mich angreifen. Ja, wie, nicht mich, habe ich gesagt, du dummer Zombie. Was für ein Dödel. So. Greifen wir den da nochmal an. Warte mal, Eliminator, das ist eine Idee. So, Leute. Ich mache dann nochmal einen Eliminator, das müssen wir mal hinkriegen. Jawohl, läuft. So, ich bin gleich wieder da. Ich muss nochmal kurz für kleine Millis. Sorry für die Unterbrechung, Leute. Aber ich musste mal etwas gewichtlos werden. So, was haben wir denn da? Er liegt am Boden. Oh, die arme Drecksau. Man kann es so deutlich sagen. Ich kann heilen, aber das Problem ist, ich kann nicht mich heilen. Es geht mal bis ich muss geheilt werden. Ja, dann hauen wir drauf auf ihn zumindest. So, kannst du heilen? Ja, na dann heil mich. Vielen Dank, my friend. So, und die Lydia, die zeigt immer mal, wer der Babbo ist. So, jetzt steht der wieder auf. So, das Problem, was ich habe, wenn ich jetzt mit ihm, kann ich nicht mit einem anderen zuerst. Wenn ich jetzt mit ihm draufhau, also mit mir selbst, dann kann ich mich nicht mehr heilen. Das heißt, ich werde... Wie komme ich da wieder zurück? Hier. Ich werde einfach Kampfbereitschaft machen... Das ist jetzt sinnlos, aber ich möchte mich nochmal heilen mit ihm hier. Oh, der kann nicht heilen. Ja, das ist blöd. Ja, dann hau ihn weg. Hau mal weg. Weil dann ist nämlich der Fight vorbei und ich kann mich nicht heilen. Wir finden Verbandszeug. Das heißt, damit kann ich Erste-Hilfe-Sachen craften. Nachher, wir haben einen Bus entdeckt. Den durchsuchen wir natürlich. Oh, Baby, ist Weihnachten oder was? Genau das brauche ich. Das ist Heilmaterial, Leute. So, und das werden wir natürlich jetzt ausrüsten. Jetzt muss ich mal schauen. Der Hank, kann der heilen? Ja, natürlich kann der Hanky Boy heilen. Das heißt, er kriegt schöne Spritze jetzt. Ausrüsten. So, ab in den Kampf. Ja, also das geht hier. Hier können wir gut farmen jetzt, diese Waffenteile, dass ich den anderen Auftrag zumindest machen kann, weil das mit dem Sheriff geht ja nicht, weil ich kann nicht alleine gegen übermäßige Gegner, das bringt's nicht. So. Dann würde ich sagen, machen wir durchbrechen bei der Tante. Die Alte muss einfach weg. Oh, jetzt blockt die. Das ist jetzt blöd. Aber sie ist weg. Geschafft. Geschafft. So, was können wir tun? Wir könnten durchbrechen machen. Einen schönen Eliminator. Der was nicht funktioniert. Und du? Kannst du einen Eliminator? Aber funktioniert auch nicht. Wieso fliegt der nicht um? Das ist doch Pech. So, dann haben wir da drauf. Der Hank wird mich heilen. Jawohl, so kriege ich wieder Leben.
Also Heilung ist schon was Wichtiges, das soll man hier nicht vernachlässigen. Und dann hauen wir die Flasche hier um. Alte Waffenteile, genau das brauche ich für mein Quest. Eine Gruppe Überlebender sehen wir, die misstrauisch die Gegend beobachten. Als ihr darüber nachdenkt, ob ihr sie umgehen sollt, weil ihr nicht wisst, ob sie freundlich gesinnt wird, hört ihr ein Geräusch von der Seite. Psst, hey, ihr kommt mir wie gerufen, bla bla bla. Die wollen, dass wir die überfallen. So, das letzte Mal habe ich Nein gesagt, Leute. Diesmal nehme ich das an, das Angebot. Ja, das ist zwar ein bisschen asozial, andere Überlebende da umnieten, aber da kriege ich vielleicht gescheite Beute, Rache. Stirbt ein verbündeter Charakter, steigert sich die Stärke im jeweils, bla bla bla. So, die sind aber wirklich sehr stark, das heißt, da sollte man mit der Pistole ordentlich reinhauen. Und darum würde ich sagen, wir gehen auf den Nahkämpfer. Warte mal, das ist ein Nahkämpfer, okay. Der mit der Pumpe, auf sie müssen wir gehen. Denn die hat eine Pumpe, die ist nicht zu genießen. Die ist ungut. So. Und ein Beinschuss nochmal auf sie. Ah, die hat schon einen Beinschuss. Ja, dann machen wir, warte mal. Dann machen wir einen normalen. 100 Damage, Baby. Das hat sie rentiert. So, wir kriegen einen Crit-Treffer. Ja, die Pumpe macht jetzt nicht so viel. Das sind Level 2er Gegner. Das geht. Also, andere Überlebenden überfallen mache ich nicht. Aber, wie soll ich sagen? Ich muss halt hier irgendwie überleben, ne? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.